Hallo, ich heiße Infamous Fear und heute ich werde versuchen, diesen Trink aus Österreich. Das ist Almdudler. Und ich habe gekauft auf meinem lokales Geschäft, aber es war sehr teuer. 3,50 Dollar. Zu teuer für mich. Und das ist die Dose auf Almdudler. Hier wir haben ein schönes Illustration, wo du Kunst einen Mann und diese Frau mit die Flasche, nicht Dose, auf Almdudler. Aus natürlichen Alpenkräutern. 32 Alpenkräuter. Meine Mutter, sie ist halb deutsch. Meine Großvater sind deutsch. Aber er wohnt in Australien für 50 Jahre. Meine Mutter, sie sind geboren in Australien. Meine Deutsch ist schlecht. Ich habe viele Wörter gegessen. Meine Deutsch ist sehr schlecht. Ich habe viele Wörter vergessen. So, meine Deutsch ist die Deutsch sind ein kleines Kind. Und jetzt Almdudler. Almdudler! Erster, ich will diese Zutaten lesen. Almdudler, Alpenkräuterlimonade, Zutaten, Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel Zitronensäure, Farbstoff Ammonsulfid-Color, natürliche Kräuterextrakte ohne Konservierungsmittel, lichtgesücht bei Räumtemperatur lagern. Abgefüllt in Auftrag von Almdudler. Marke gesetzlich gesücht. In Familienbesitz seit 1957. Mindestens haltbar bis Ende. Siehe Dosenboden. Und diese Zutaten ins Französisch und Deutsch und Englisch. Ich werde ein Glas verwenden. Das ist nett. Klar. Hellbraun. Almdudler. Keine Smell. Aber das schmeckt. Limonade. Aber ich schmeckt einen. Das ist okay. Nicht ein bisschen langweilig oder nicht schlecht. Ich kann nicht diese Kräuter geschmeckt. Almdudler. Vielleicht in Österreich, aber nichts in Australien. Es ist zu teuer. So, I'm going to switch to English now because my German failed me. It's not bad. It does basically just taste like a vaguely herbal lemonade. I was expecting something a bit weirder, but it's really fine. You know, if someone gave this to you, kind of a vaguely apple-y lemonade, I suppose you could say. So hopefully you enjoyed that and my German wasn't too awful. Apologies to everyone from German-speaking countries. And see you!